Turkelkind. Lebte jahrelang ein Mann. Er besaß nur ein paar Puppen, doch damit zog er alle an. Auf einer kleinen Bretterbühne sah man die Puppen jede Nacht. Und die Geschichten, die sie spielten, die hatte er sich ausgedacht. Der Puppenspieler von Mexiko war einmal traurig und einmal froh. Und wie er fühlte, so war sein Stück. Nicht immer endet ein Spiel in Glück. Ein jeder kannte ihn und man sah ihn gern. Und viele kamen von nah und fern zu Alibaba und Domino, zum Puppenspieler von Mexiko. Abend kamen viele, um ein neues Spiel zu sehen. Und sie lachten oder weinten, das Ende war nicht immer schön. Manche fingen an zu tanzen und andere tranken viel zu viel. Sie waren oft selbst wie Marionetten aus dem alten Puppenspiel. Der Puppenspieler von Mexiko war einmal traurig und einmal froh. Und wie er fühlte, so war sein Stück. Nicht immer endet ein Spiel im Glück. Ein jeder kannte ihn und man sah ihn gern. Und viele kamen von nah und fern zu Alibaba und Domino, zu Spiele von Mexiko. Der Puppenspieler von Mexiko war einmal traurig und einmal froh. Und wie er fühlte, so war sein Stück. Nicht immer endet ein Spiel im Glück. Ein jeder kannte ihn und man sah ihn gern. Und viele kamen von nah und fern zu Alibaba und Domino, zum Puppenspieler von Mexiko.